Leute, in dem Video hier möchte ich euch gerne mal helfen, Granatäpfel zu entkernen. Das ist ja immer so ein Glücksspiel, ob man sich jetzt versaut oder die ganze Küche. Das sind Granatäpfel, für die sie jetzt vielleicht noch nicht kennen, wieso auch immer. Und ja, das Ding ist, wie gesagt, oft beim Schneiden von den Granatäpfeln und Entkernen, da versaut man sich total und die Flecken davon, die gehen eigentlich so gut wie nicht wieder raus. Wir haben uns schon mal hier die Tapete in der Küche gut versaut, da musste man mehrmals drüber streichen. Das sah so übel aus und das spritzt auch echt extrem. Aber es gibt halt gute Möglichkeiten dazu, wie man es machen kann, ohne sich da die Bude zu ruinieren oder die Klamotten. Und eine wäre zum Beispiel, man schneidet den Granatapfel durch und klopft hier oben drauf mit einem Löffel und dann fallen die Kerne nach unten raus. Kann aber auch ein bisschen spritzen, auch wenn du über einer Schüssel bist, ist die Schüssel definitiv schon mal ganz voll gespritzt. Und wenn du den Apfel oder Granatapfel zu hoch hältst, dann wird es so sein, dass er was an dich spritzen kann. Von daher keine so tolle Methode, finde ich. Ist zwar besser als einfach jetzt durchschneiden und mit den Fingern alles rauspulen, aber es gibt eine bessere Möglichkeit und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, und zwar benötigt ihr dafür eine Schale oder eine Schüssel. Ich habe hier eine höhere Glasschüssel genommen. Ja, Tellermesser natürlich zum Durchschneiden und ein Sieb wäre ganz gut nachher zum Abkippen. Dabei vielleicht noch ein bisschen Küchenkreppzeber oder wie ihr es nennt. Und naja, legen wir mal los. Also als erstes schneidet ihr den Granatapfel durch. Ihr könnt entweder den Apfel teilen oder ihr schneidet in ein Viertel. Ist eigentlich relativ egal. So halb ist er jetzt. Ich werde ihn aber vierteln. Ich glaube, dann geht es besser nachher. So, wie man jetzt schon sieht. Der Teller, der ist jetzt schon relativ voller Saft und wenn man jetzt anfängt mit den Fingern drin rumzupulen in den Granatäpfelhälften, dann habt ihr diese kleinen Kerne oder Fruchtkammern und die platzen dann auf und dadurch spritzt alles extremst voll. Und das wollen wir halt vermeiden. Daher machen wir jetzt die Schüssel hier mit kaltem Wasser voll. So. Und jetzt nehmen wir einfach nacheinander die Granatapfelhälften und brechen die unter Wasser auseinander und pulen mit den Fingern dann halt die Kerne raus. Ist zwar auch ein bisschen halt eine nervige Sache, weil das ist zeitaufwendiger als, sage ich mal jetzt, bei anderem Obst einfach das Obst zu schälen. Aber ein Granatapfel ist halt schon was Besonderes. Alleine wegen den Oxidantien da drin, Antioxidantien. Ist eine super Sache, deswegen sollte man sich die öfters mal geben. Und ja, da muss man halt mal ein bisschen Aufwand betreiben, um an das Gute ranzukommen. Das ist dann halt einfach so, aber ich mache es auch gerne dafür. So, und das Gute ist jetzt auch hierbei, ich hoffe, man kann es noch lange sehen, weil wenn man ein paar Kerne zerdrückt, dann färbt sich natürlich auch das Wasser. Aber das Gute ist auf jeden Fall hier dran, die Kerne, die sinken nach unten, weil die Kammern ja gefüllt sind. Und die Haut von dem ganzen Granatapfel innen drin, die schwimmt, wie man hier sieht, oben am Rand. Die kann man dann einfach gleich so abnehmen. Naja, und wie man halt sieht, hier spritzt nichts, man versaut sich definitiv nicht. Und ja, die Schalen danach sind auch schön leer. Oh, hier hat sich noch einer versteckt. So, ich mach mal weiter. So. Jetzt kann man natürlich, wie gesagt, hier das ganze Fruchtfleisch, nicht Fruchtfleisch, hier die Haut oder die Wände dazwischen, kann man jetzt von oben abnehmen. Ein bisschen ist doch mit nach unten gesunken, weil dann teils wie hier die Kerne dran hingen und die Kerne natürlich schwerer sind. Und dann wird das Ganze mit nach unten gezogen. Deswegen gucke ich da vielleicht noch einmal hier kurz durch, was ich da noch abmachen kann. So, da haben wir noch. Da sollte man natürlich gucken, dass das nicht dann ganz viel passiert. So wie hier wieder, jetzt hängt das mit da dran. Einfach abmachen, dann schwimmt das Ganze wieder oben.
Einfach runternehmen mit der Hand. Giftig ist es auch nicht, wenn man es aus Versehen mitbekommt. Passiert euch nichts. Sowieso relativ wenige Sachen aus der Natur an Obst und Gemüse, die, wenn man sie einfach so mit isst oder so, wirklich schädlich oder auch gar tödlich sein können. Von daher schmeckt vielleicht einfach nicht so gut, wenn man die Sachen mit in den Mund bekommt. Aber keinen Stress machen. Ich lasse es jetzt auch so. Ja, und dann muss das Ganze nur noch abgekippt werden. Ich nehme euch mal mit rüber. So. Dafür jetzt das Sieb. Und dann gießen wir das einfach rein. So, geht fast schon so. So, jetzt hat man halt im Sieb oder jetzt dann halt in der Schüssel nur noch die Granatapfelkerne und ein bisschen Überschuss hier von den weißen Zwischenkammern oder Wänden. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Mal gucken, ob man zoomen kann. Ja, müsste man noch erkennen. Naja, und so ganz einfach geht das dann halt. Nichts versaut, sich nicht bekleckert, die Wände sind noch sauber. Ja. Ja, dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Also wie gesagt, so sieht es danach aus. Endergebnis ist echt gut geworden. Paar kleine helle Stücke weiße noch da drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch mal wieder helfen und bis zum nächsten Mal. Ciao.